Wir gehen jetzt in die Analyse und gucken nochmal, wie Julian damit umgegangen ist. Wir sind bei Drino gegen Jay Different. Wir fangen heute mal mit dem User-Voting an und das geht an Jay Different. Drino hat für seine Runde extrem viel Hate abbekommen. Crazy. Crazy. Ich hätte nicht gedacht, dass es so... Ich hätte echt gedacht, das wäre safe andersrum. Alleine wegen dem Video und wegen diesem musikalischen Film so, ne? Hätte nicht gedacht, dass JD den User-Vote bekommen hat. Weil die Mische ziemlich kacke ist und ja, sein Style sich verändert hat. Leider nicht nur positiv. Er geht mehr ab als vorher, aber sein Sound war in den Vorrunden insgesamt runder. Trotzdem ist der Hate etwas übertrieben, wenn ihr mich fragt. Der... Ja, ich finde den Hate auch ein bisschen krass. Also er ist natürlich schwer verständlich gewesen und das ist auch ein Kritikpunkt. Aber ich finde jetzt nicht, dass das eine Runde ist, in der man fast die Hälfte einen Daumen runtergeben sollte. Oder also das Ergebnis ist nicht fair. Aber sein Sound war in den Vorrunden insgesamt runder. Trotzdem ist der Hate etwas übertrieben, wenn ihr mich fragt. Der Videopunkt geht locker an Drino. Das Video von Jay Different ist nämlich schlechter als die One-Take-Videos von Alien und Clash Parker. Das ist leider true, ja. Ja, Videopunkt müssen wir nicht drüber reden. Innerhalb von 24. Aber ich würde Punchline-technisch, würde ich trotzdem den JD vorne sehen. Das war einfach knackig, weißt du, was ich meine? Angle rausgesucht, gepuncht. Das war für mich eine knackige, es hat ein bisschen VBT-Vibe, aber nicht im schlechten Sinne, sondern es ging halt, war halt Punchline-fokussiert. Die Stunden entstanden sind. Wenn es eine Kategorie geben würde, bei der es darum geht, die Leistung von anderen zu unterbieten, Jay Different wäre auf jeden Fall Favorit. Er hat ja in seiner Qualifikation gesagt, dass das JBB das VBT begraben hat. JBB hat VBT begraben! Und nach dieser Runde denke ich, dass die Videos von Jay Different einen maßgeblichen Einfluss auf den Untergang des VBTs hatten. Digga, das ist hart. Alter, das ist hart. Der arme Boy, Alter, da hat er mal was abbekommen. Aber selbst wenn sein Video kein Müll wäre, Drino hat seit neuestem eine beeindruckende Pudelfrisur, welche ganz alleine schon den Videopunkt rechtfertigen würde. Er hat mir im Vertrauen erzählt, dass er sich gerade optisch auf die Pudelausstellung vom Deutschen Pudelclub e.V. am 26.08. in Leipzig vorbereitet. Ja, ja, das glaube ich auch. Das ist 100% wahr. Das war genau so, Chat. Wo dann, nach Absolvierung eines Hindernisparcours mit seinem Herrchen, eine achtköpfige... Ey, aber da ist er ja wirklich wieder am Start, Alter, und bringt ein paar Jokes hier in den Analysen. Ist er da wieder back oder was? Bereitet. Wo dann, nach Absolvierung eines Hindernisparcours mit seinem Herrchen, eine achtköpfige Jury seine Frisur und die der anderen Hunde beurteilen wird. Ich denke, die Chancen stehen gut für ihn und der Sieger der Rüden darf sich außerdem mit der Siegerin der Hündinnen paaren. Was natürlich noch für zusätzliche Motivation sorgt. An dieser Stelle alles Gute für Drino und Props für diese Frisur. Flowlich ist Jay Different immer noch am Lispeln, obwohl ich ihm gesagt habe, dass er das lassen soll. Drino hat auch eine nicht ganz saubere Aussprache, aber insgesamt ist er flowlich stärker und sein neuer In-die-Fresse-Style geht auch gut nach vorne. Auch ich weiß nicht, Digga, ich finde halt die S-Laute bei einem JD zu bemängeln und dann irgendwie nicht, und dann bei Drino nicht auf die Unverständlichkeit, weiß nicht, also mich hat die Unverständlichkeit weitaus mehr gestört als das die S-Laute von JD. Am Lispeln, obwohl ich ihm gesagt habe, dass er das lassen soll. Drino hat auch eine nicht ganz saubere Aussprache. Jo, Bruder, du hast einen Sprachfehler, hör auf damit. Ist auch wieder true, ne? Ach, aber insgesamt ist er flowlich stärker und sein neuer In-die-Fresse-Style geht auch gut nach vorne. Auch wenn ich finde, dass seine beiden anderen Runden vom Sound her um einiges besser waren. Vielleicht wäre ein gesunder Mittelweg das Richtige. Technisch nehmen sich beide nicht viel. Sowohl bei Drino als auch bei Jay Different sind die Reime auf einem äußerst soliden Level. Es gibt einen Technikpunkt für beide. Punchline. Ich weiß nicht, ob ich den Flowpunkt da gegeben hätte. Also es ging auf jeden Fall mehr in die Fresse. Und hat natürlich auch durch die Hook und die Art und Weise, wie es gemischt war, irgendwie besser geklungen so als Gesamtprodukt. Das war halt ein anderer Style von JD. Ich hätte da auch einen Gleichstand gegeben. Different sind die Reime auf einem äußerst soliden Level. Es gibt einen Technikpunkt für beide. Boah, aber da hatte doch JD, hatte doch weitaus, also hatte doch gute Reime, Digga. Dieses Muttersöhnchen-Ding. Später war noch irgendwie... Also mir sind zwei, dreimal die guten Reime aufgefallen. Schleiz. Aber gut, wir gucken mal weiter. Für Drino ist Jay Different eine keine Eigenschaften besitzende, harmlose Studentenpussy, die sich Different, also anders nennt, und trotzdem die gleiche Scheiße macht wie jeder. Das war auf jeden Fall ein interessanter Engel. Und das ist totaler Blödsinn. Jay Different ist eine keine Eigenschaften besitzende Studentenpussy, die sich Different, also anders nennt, und trotzdem die gleiche Scheiße macht wie jeder, aber er lispelt dabei. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Weiß ich nicht. Also die S-Laute sind schon ein bisschen dumpf, aber so richtig lispeln finde ich irgendwie übertrieben. Trotzdem die gleiche Scheiße macht wie jeder, aber er lispelt dabei. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Besonders gut fand ich den Einstieg in Drinos Runde. Wenn man Schwierigkeiten hat, jemanden zu dissen, weil derjenige keine Spitze... Bei Ente fand ich es weitaus schlimmer.
speziellen Merkmale hat, dann ist es sinnvoll, das als Angriffsfläche zu nehmen und es puncht. Da hab ich letzte Runde schon diese kleinen Lappen gefährt. Krieg jetzt so einen Typ, der gar keine Eigenschaften besitzt. Auch gut nutzt er J-Difference Studentendasein als Angriffsfläche. Er meint, J-Different wäre harmloser als Cars. Cars ist Image. Also mir ist jetzt vorher auch ein JD nie aufgefallen als ein Lispel-Rapper, so, ne? Der jetzt so Lispel-Probleme hat. In der Runde waren die S-Laute vielleicht lag es auch ein bisschen an meiner Mische, ein bisschen dumpf, aber ich fand jetzt auch nicht so, also so krass, wie er es darstellt, als wäre er so ein richtiger Lispler, der so redet. Weißt du, was ich meine? Technisch dafür bekannt, ein Friede-Freude-Eierkuchen-Rapper zu sein. Und wenn Drino von Graskursen redet, also dem Handelspreis von Mary Jane, dann denkt J-Different laut Drino an sein Botanik-Seminar. Botanik ist die Lehre der Pflanzen und ein Seminar ist eine Art Kurs, wobei ein Seminar über einen viel kürzeren Zeitraum läuft, also nicht exakt das gleiche ist wie ein Kurs. Aber es ähnelt sich genug für ein schönes Wortspiel an dieser Stelle mit ausgefeilter Punchline. Denn wer ein Botanik-Seminar besucht, guckt sich auch romantische Filme mit seiner Freundin an. Auch stumpf und witzig fand ich, dass J-Different aussieht wie ein Germanistikstudent. Digga, fick dich mit mir, weil du sonst Striche kassierst. Genau wie du sehen Leute aus, die Germanistik studieren. Alter, hat er wirklich diese Zwischenstellen so laut reingeschnitten? Das Pussy-Image drückte ihm noch weiter auf, indem er meint, dass J-Different schon nach dem Kippenrauchen dicht ist und nach einem halben Hugo-Gläschen strippend auf dem Tisch tanzt. Schöne Übertreibung und technisch gut umgesetzt mit dem Reim Kippenrauchen dicht auf strippend auf dem Tisch. Den zweiten Part beginnt Drino mit einem schönen Wortspiel. Er hält das erstmal relativ allgemein, was er genau meint, aber verpackt das technisch sauber mit Schädel mit Zeitungen auf brechreizerregende Neigungen mit Bezug auf... Okay, waren auch keine schlechten Reime. Sind sie mir vielleicht nicht so aufgefallen. Achterbahnen, in welchen die Passagen... Liegt vielleicht am Flow, ne? Der JD hat einen unspektakulärerin oder einen saubereren oder einen weniger verschachtelteren Flow und dadurch kannst du den Reim leichter folgen. Welche Regiekräften ausgesetzt sind, welche bei Muschis Brechreiz verursachen. Die Neigungen, die er bei J-Different meint, beziehen sich logischerweise auf irgendwelche Schwuchtelmoves, die bei jedem Brechreiz verursachen. Zum Beispiel das, was J-Different in seiner Vorrunde präsentiert hat und was für Drino die Erklärung für Different, also anders darstellt. Dein Vater schlägt deine Schädel mit Zeitungen, denn du bist wie eine aufregende Achterbahn, du hast brechreizerregende Neigungen. Du lässt Thomas in deinem Clip sitzen und freust dich. Jetzt weiß endlich jeder, was der Verrat bedeutet. In der Serie Scrubs geht es um den Assistenzarzt John. Ja, jetzt gerade nochmal beim zweiten Mal hören, fällt mir halt einfach auf, dass mir die Art und Weise einfach in einem Battle nicht so geil gefällt. Ich bin halt einfach ein Fan davon, wenn du Bars hast, ohne so viel Rumgespiele. Mögen einige Leute anders sehen, das ist ja auch eine Geschmackssache, aber das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum in der Tierlist 80 zum Beispiel so weit oben bei mir waren. Das waren einfach Bars, weißt du, was ich meine? Bam in die Fresse. Das zieht mich irgendwie raus, wenn du Punchlines irgendwie mit solchen Spielereien ausschmückst. Vielleicht bin ich da zu oldschool, aber weiß ich nicht, das nimmt mir irgendwie die Power von diesen Lines und ja. In der Serie Scrubs geht es um den Assistenzarzt John Dorian, dessen Spitzname unter anderem JD ist. Von Dr. Cox kriegt er in der Serie noch ein paar andere Spitznamen wie Whitney, Jolie, Gladys und andere Mädchennamen, aber von allen anderen wird er JD genannt und nennt sich auch selber so. Sein bester Freund in der Serie ist Christopher Turk und deren Freundschaft wirkt teilweise etwas... Aber selbst Koller hatte schon JD-Lines. Ich meine, klar, jetzt trifft's einen JD, aber... Homo. Im VBT gab es die auch schon oft. Rotisch. Die beiden strapazieren ein bisschen den Begriff Bromance. Auch J-Different nennt sich teilweise JD oder wurde zumindest schon so genannt. In der Serie Scrubs wird JD durchgehend vom Hausmeister schikaniert und Drino fragt... Ah, oder ich meine sogar Sunny. Oder beide, kann auch Kollege gewesen sein. Ob ja. J-Different sich JD nennt, weil er sich öfters von Typen im Hausmeisterkittel ficken lässt. Oder ob es daran liegt, dass bei ihm auch ein schwarzer Typ im Bett schlafen darf. Am besten ist aber der Abschluss des Parts, wo er wieder J-Difference Pussyhaftigkeit als Angriffsfläche nimmt. In der Casting-Show Germany's Next Topmodel, die aus einem mir unerfindlichen Grund immer noch ausgestrahlt wird, ist es gang und gäbe, dass die Versuchsobjekte von Heidi Klum in jeder Folge fotografiert werden. In der Hoffnung, dass aus ihnen irgendetwas werden könnte. Am Ende einer sinnlosen Folge überreicht Heidi Klum den Kreaturen ein Foto, welche sich in der nächsten sinnlosen Folge erneut zur Schau stellen dürfen. Die Kreaturen, die wieder zurück ins Exil müssen, bekommen kein Foto. Drino macht da eine hervorragende Punchline draus, indem er meint, dass er battletechnisch zu Tode gefickt wird oder weil J-Different hier als Pussy dargestellt wird in seiner Sprache, es gibt heute kein Foto für ihn, also er kommt nicht weiter. Sehr sexuelle Line. Du bist ein Opfer, wenn nicht, du wirst zu Tode gefickt. In deiner Sprache, Julian, hat heute kein Foto für dich. Und hier hätte die Runde von Drino auch enden können, wenn ihr mich fragt. Der dritte Part ist nicht komplett unnötig, aber auch nicht wirklich überragend. Auch wenn das Finale... Ja, okay. Es hat vielleicht für diese
für diesen Vorwurf zu viel Zeit in Anspruch genommen. Man hätte das natürlich auch einfach in einen Vierer, in einen kleinen süßen Vierer verpacken können. Er wollte natürlich dieses typische, dieses epische JBB-Ende haben. Und ich finde, das ist ihm auch gelungen. Allein schönes Highlight ist. Drino wirft Jay Different, welcher oft am VBT teilgenommen hat, vor, von einem Schwanz auf den anderen zu springen. Er hat im VBT wohl gegen das JBB geschossen und im JBB gegen das VBT. Die Formulierung der ersten Hälfte verläuft aber recht langweilig und punchlinefrei. Er meint unter anderem, dass Jay Different sich für die Kids verstellt. Der Aufbau ist insgesamt zu langatmig und die Infos über Jay Different sind belanglos. Was dann wieder etwas besser ist, ist der Abschluss der Runde. Weil sich Jay Different, je nachdem in welchem Battle er sich gerade befindet, zu dem jeweiligen Battle, an dem er teilnimmt, positiv und zu dem anderen negativ äußert, vergleicht Jay Different ihn mit einem Waffenhändler, der beide Seiten in einem Krieg mit Waffen beliefert. Ja, Mann, die war auch nice. Ganz okay ist dann, dass er meint, dass er eine Nutte ist, weil seine Zuneigung käuflich ist. Gut ist dann wieder, dass er meint, dass Jay Different eine Ratte ist, die für diese Aktion Genugu Buyeng gehört, was ein sehr origineller Neologismus für Zerficken ist. Mit so Aktion verhältst du peinlicher niemand dich wie Waffenhändler, die im Krieg beide Seiten beliefern. Weil du ein view-geiler Heuchler bist. Du bist im wahrsten Sinne des Wortes eine Nutte, weil deine Zuneigung käuflich ist. Ich warte drauf, dass das auch Julien erkennt. Für diese Rattenaktion gehörst du Genugu Buyeng. Generell ein Pass. Der hat aber geschrien, der war ja richtig sauer, Digga. Und live, moin moin. Tabler Opportunistenansatz, den Drino hier umsetzt, aber den Part hätte man weglassen oder auf 8 Zeilen reduzieren können. Ja, die JBB, stimme ich zu, ja. BVBT-Geschichte auf 4 Zeilen, also inhaltlich straighter umgesetzt und die Waffenbelieferungs- und Nugu Buyeng-Zeilen zum Schluss. So zieht sich der dritte Part unnötig in die Länge. Insgesamt haben wir hier punchline-technisch trotzdem eine äußerst solide Runde von Drino. Bei Jay Different kann man die ersten 10 Zeilen direkt in die Mülltonne schmeißen. Er nutzt als Angriffsfläche, dass Drinos Mama für ihn unterschrieben hat, sie ihn somit zum Cybermobbing-Opfer macht, dass er schon fast an häusliche Gewalt grenzt, er kurz davor war, das dem Jugendamt zu melden und bla bla bla. Alles, was Jay Different hier von sich gibt, geht komplett ins Leere. Drino hat nämlich eine überragende Zeile in seiner Qualifikation zu dem Thema gebracht, und zwar: Ich brauche einen Mutti-Zettel, du brauchst einen Behindertenausweis. Ich will mal nur denselben Rotz und ja, denkt euch die... Ach so. Das heißt jetzt, wenn jemand eine gute Konterline hat in der Quali, dann ist eine Angriffsfläche quasi für immer ausgelöscht. Macht's. Verklappt bestimmt, ich wette, es gibt wieder ein paar Lines, dass ich an dich 18. Ich check die Logik nicht. Doch ich hab die Nase voll von dem immer gleichen Schall. Ich brauch nen Mutti-Zettel, du brauchst nen Behindertenausweis. Nichts, was Jay Different hier bringt, erreicht auch nur ansatzweise die Aussagekraft dieser einzelnen Zeile. Nichts von Jay Different in Bezug auf Drinos Mutti-Zettel trifft, kann diese Aussage entkräften oder sonst in irgendeiner Form Schaden gegenüber Drino anrichten. Die Qualität dieser einen Drino-Line zersiegt Jay Difference halbe Runde schon im Vorfeld. Ich weiß nicht, ob es an der Delivery liegt, an den Zeilen an sich. Also ich fand die eigentlich ganz gut. Ich finde, gegen so ein Drino, ne, okay. Seine Begründung ist jetzt, die Konterline oder die Vorauskonterline war jetzt besser als die Angriffe von JD. Keine Ahnung, für mich spielt es keine Rolle. Ne? Eine Quali ist eine Quali. Und ein paar Battles später gucke ich mir die beiden Runden an. Und wenn da halt jemand steht, von dem man weiß, okay, das ist noch ein Jungspund und da muss die Mama viel unterschreiben, dann kann man da auch gerne drauf gehen. Ich finde, der hat das auch gut gemacht. Also ich finde das ein bisschen zu hart, das einfach komplett nicht gelten zu lassen und zu sagen, ja, nee, sorry, weiß ich nicht, ob er ihn da irgendwie gefressen hat wegen der Videoqualität oder so, aber das hätte man auf jeden Fall zählen können. Naja, wir gehen mal weiter rein. Dich an dem Gammel-Video oder allem zusammen, aber die äußerst feuchten von Jay Different. Und war das nicht auch nach dem halben Jahr Pause? Da gab es doch irgendwie ein halbes Jahr Pause. Das heißt, die Quali liegt irgendwie schon ein Jahr zurück, so. Weiß ich nicht. Gelispelten Lines perlen an Drino ab, als wäre er ein Lotusblatt. Dann bringt er eine Zeile, die mich irgendwie an Gotchas Runde gegen Stacey B erinnert. Er sagt, nennst Merchas Lauch, ey, das puncht echt unglaublich, wenn ein Lauch zu einem Lauch sagt, dass er ein fucking Lauch ist. Ich bin hässlich, hast du noch was? Doch, das puncht hier nicht. Wenn mir ein Stace National sowas sagt, ich fass es nicht. Da muss ich lachen, denn metaphorisch ist es dasselbe, als wenn ein Junkie einem Junkie sagt, dass der andere auch ein Junkie ist. Ja, stimmt. Okay, das hat wirklich krass Parallelen. Daran ist mir gar nicht aufgefallen. Die Zeile war schon bei Gotcha beschissen und ist hier auch nicht besser. Aus dem... Hier fand ich sie besser. Nichts. Und völlig ohne Grundlage kommen dann noch Ghostwriting-Vorwürfe und eine Standardline aus Standardland. Er meint, dass trotz Sly Drino die größte Fotze im Turnier ist. Gan. Innovation befindet sich gerade im Minusbereich. Aber er bringt noch eine Zeile. Ich weiß nicht, Digga. Ich finde das ganz schön hart. Also der ist da irgendwie, ich weiß nicht, es wirkt so ein bisschen, ja, was heißt unfair, aber so ein bisschen, keine Ahnung. Also ich finde, die Leistung wird da ein bisschen krass runtergeredet. Ich fand die Runde ganz, ganz nice. Und viele stabile Punchlines. Ja, auf diese Altersgeschichte fand ich nice, wer da drauf gegangen ist.
die seine allererste Punchline aufbaut. Und zwar meint Jay Different, dass Rhino noch in dem Alter ist, wo ein Mittelfinger eine Punchline ist. Und mit diesem Aufbau bringt er sein Highlight der Runde am Schluss des ersten Parts. Sieh der Wahrheit ins Gesicht, ich hab schon Part 1 gefickt, aber warte, ich hab noch eine krasse Punchline für dich. Rhino. Hä, aber das zählt doch nicht. Die Line zählt doch aber nicht, weil der Rhino hat doch schon ausgekontert am Anfang und deswegen ist diese ganze, das zählt doch gar nicht. Das ist doch alles aus, das ist doch gelöscht. Weiß ich nicht. Ist jemand, der exzessiv Autotune benutzt und in der Hook macht Jay Different aus der gängigen Floskel Friede, Freude, Eierkuchen, Friede, Freude, Autotune, was sehr passend ist. Rhino, jetzt gibt's nachträglich Geschenke, Nackenschläge und die Klatsche deines Lebens. Mach ein Konzert, ich werd da sein, um dich auszubunden. Ja, guck mal, ich finde, man kann das machen, wenn er der Meinung ist so, ne? Aber ich finde halt so im Vergleich zu vielen anderen Runden die Bewertung halt unverhältnismäßig, weil ich der Meinung bin, dass JDs Runde besser war als viele andere Runden. Jetzt war es nicht die beste, aber wir hatten weitaus schlechtere Runden, auch Punchline-technisch gesehen. Und die wurden halt nicht so hart irgendwie auseinandergepflückt. Ne? Und hier, finde ich, geht er unverhältnismäßig hart ins Gericht mit ihm. Und bei Runden, die weitaus wacker waren, vor allem Punchline-technisch, in denen irgendwie gar keine Punchlines vorhanden waren, war er weitaus gnädiger irgendwie in seinem Urteil. Und deswegen finde ich das unverhältnismäßig irgendwie. Junge, du machst kein Battle Rap, nur Friede, Freude, Autotune. Im zweiten Part kommt er damit, dass Rhino Rap technisch überall klaut, dass er in der Kinderabteilung den Gnome-Rapper trifft und dass er den Kinder-Rap von Rhino akzeptieren würde, wenn dieser mit seinem Milchgesicht harmonieren würde. Keine einzige dieser Zeilen hat irgendeine Wirkung. Eine unterhaltsame Line bringt Jay Different über die Rhino-Clique, die er hier als Klassentreffen mit Fackeln tituliert. Klassentreffen mit Fackeln nennt ihr Videodreh im Tunnel, doch die Mischung aus drei Hurensöhnen klingt immer noch nach Note. Außerdem bringt er noch eine solide Line darüber, dass Rhino maximal ein Battle gegen Chica gewinnen kann. Bei dem vielleicht lag es auch daran, weil das ist mir in den letzten Jahren auch schon öfter aufgefallen, dass wenn Julian in einem Battle ist, oder ein Battle bewertet, in dem seine Meinung komplett den Zuschauern widerspricht, dass er denjenigen, den die Zuschauer vorne gesehen haben, extrem runterbuttert, um quasi, ja, als wenn er sich drüber ärgert, wie die Leute das so sehen können. Und das muss dann der Rapper ausbaden, der gefeiert wird in der Runde. Weil das war in den letzten Jahren öfter mal der Fall. Und das finde ich halt ein bisschen unfair, weil der Rapper kann ja nichts dafür. Ne? Das kann man ja auch alles, ich meine, klar, wir kennen Julian, der ist nun mal, ne, der hat so seinen Humor und der hat auch so seine Art und Weise. Aber in solchen Situationen ist das dann halt einfach ungerecht, weil wozu, Bruder? Du kannst den Leuten doch trotzdem auf eine objektivere Art und Weise sagen, ey, meiner Meinung nach liegt ihr da falsch. Ne? Aber immer die Leute, die dann, die Zuschauer vorne sehen, dann extra schlecht zu machen, weiß ich nicht. Finde ich nicht so eine coole Herangehensweise so. Wenn es darum geht, wer metrosexueller ist. Und das war's bei Jay Different. Die Runde von Jay Different ist inhaltlich zu 90% an den Haaren herbeigezogener Schrott ohne Daseinsberechtigung. Die kleinen, eingestreuten Highlights können nicht darüber hinwegtäuschen, dass Jay Different hier insgesamt einfach nichts Vernünftiges auf die Kette bringt. Keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat, aber das ist richtige Gammelscheiße. Mann, das ist doch voll übertrieben. Das ist doch völlig übertrieben, wenn wir uns die anderen, wenn ihr euch die Reactions auf die anderen Battles anschaut, oder ich meine die Battles anschaut, in denen wirklich Leute gar keine Punchlines gebracht haben oder so gut wie keine, die punchline-freie Zone waren, da war er nicht annähernd so hart. Also nee, da bin ich, das nee, finde ich zu krass. 0 Punkte für Jay Different, 2 Punkte für Rhino. 0-2 sogar, Alter. Ja, da gehe ich nicht mit. Punchlines. Extra Punkt. Das Video von Jay Different ist eine Frechheit. Die Angriffsfläche ist Müll. Sein Flow ist bestenfalls mittelmäßig. Das ist nicht achtelfinalwürdig. Battle-Runden, die innerhalb von Tagen organisiert wurden, zerlegen seine Runde in Einzelteile. Kein Extra Punkt für Jay Different. Der neue Sound von Rhino ist extrem gewöhnungsbedürftig. Die Mische ist nicht sonderlich berauschend. Einige unnötige Lines sind da. Also guck mal. Bevor ich sehe schon wieder die YouTube-Kommentare, ne? Ja, du setzt dich für den ein, weil du den kennst und so. Gar nicht, Digga. Ich habe gar kein Problem damit, dass ein Rhino da gewinnt. Überhaupt nicht. Das geht voll fit, aber ich finde die Bewertung trotzdem nicht fair. Und ich finde sie unverhältnismäßig hart und ich finde die Leistung wird hier schlechter geredet, als sie war, vor allem im Verhältnis zu anderen Battles. Da bleibe ich auch und ja. Ne, Rhino von mir aus gerne, kann weiter, alles cool. Video war halt auch nicht berauschend so und das ging schon nach vorne, was der Rhino gemacht hat, auch wenn ich Verständlichkeitsprobleme hatte. Aber die Bewertung, Digga, nee. Da, an seiner Aussprache könnte er auch noch etwas arbeiten, aber insgesamt hat er hier Jay Different mit seiner äußerst schwachen Vorstellung in Stücke gerissen. Extra Punkt für Rhino. Damit ist Rhino absolut verdient eine Runde weiter.
Hm. Schon fast Kasern. Ja, da war es ähnlich. Ja, keine Ahnung. Mal zur Abwechslung eine Bewertung, mit der ich nicht so down bin. In den meisten Fällen waren wir immer einer Meinung, aber ich glaube, wie gesagt, das war in der Vergangenheit öfter so, dass ich das Gefühl hatte oder dass, ja, dass es oft so war, wenn da die Zuschauer irgendjemanden gehypt haben im Vergleich zu jemandem, den er mochte oder den er für besser hielt, dann ist er da nochmal besonders draufgetreten. Das musste dann am Ende der Künstler ausbaden. Ne? Ich wette, wenn jetzt zum Beispiel ein JD eine schlechtere Bewertung bekommen hätte, vielleicht schlechter als Rhino, dann wäre die Bewertung ganz anders aus, hätte die Bewertung ganz anders ausgesehen. Das ist keine Verschwörungstheorie, du kannst dir die anderen Battles angucken. Wenn du die anderen Battles anguckst, in denen derjenige, den er weitaus schlechter fand oder schlechter fand in dem Battle, besser bewertet war als der andere, dann waren die Bewertungen immer sehr, sehr hart im Vergleich zu sonst. Von dem her, ja, denke ich schon, dass das eine große Rolle gespielt hat. Ist halt immer blöd, wenn das dann der Rapper ausbaden muss. Ne? Weil das kann er dafür, wie die Leute das bewerten. Es wirkt immer so ein bisschen so, als wollte er die Leute extra schlecht machen, um damit zu zeigen, wie falsch sie liegen. Nee, da gehe ich nicht mit, aber gut. Dann ist es so. Ja, müssen wir mit leben. Ist jetzt eine Weile her und man muss ja nicht immer einer Meinung sein.